Mehr als 100.000 Menschen sind nach UN-Angaben vor der Gewalt in der Ukraine bislang geflohen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen geht davon aus, dass es bis zu 5 Millionen Flüchtlinge werden könnten. Die Nachbarländer bereiten sich daher auf Migranten vor, unter anderem Polen. Das Land hat eine 500 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Und viele Menschen kamen gestern am Übergang Medyka an, auch Kinder. Die EU hat Polen bereits Unterstützung zugesichert und auch mögliche Hilfe durch die Grenzschutzagentur Frontex. Mein Kollege Olaf Bock ist im Grenzgebiet zwischen Polen und der Ukraine. Wie ist die Situation dort heute? Ja, ich bin hier im Bahnhof von Przemyśl. Das ist ein Ort, der etwa 15 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Und wie Sie hier im Hintergrund sehen, sind hier Liegen aufgebaut. Das heißt, man hat sich darauf vorbereitet, dass Flüchtlinge aus der Ukraine hier nach Polen kommen. Hier gibt es Züge, die aus Kiew oder beispielsweise Odessa kommen. Und heute Nachmittag um 15 Uhr kommt der nächste Zug aus Kiew an. Und hier hat man sich auf Flüchtlinge vorbereitet. Hier wird Essen und Trinken zunächst angeboten. Und von hier aus werden die Menschen weiter verteilt. Es gibt insgesamt 18 Zentren in Polen, die eingerichtet wurden, um Flüchtlinge aufzunehmen. Und viele werden dann auch privat untergebracht. Das heißt, hier ist wirklich eine große Solidarität mit den Flüchtlingen entstanden. Und ich habe mich vorhin mit einer Frau unterhalten, die am Grenzübergang war und die gesagt hat, dass sie rübergekommen ist mit ihren zwei Söhnen. Und sie hat einen dritten Sohn, der ist 22. Und ihr Ehemann, der war auch dabei, die beiden durften nicht mit über die Grenze, weil man ja auf der ukrainischen Seite jetzt die wehrfähigen Männer zurückhält. Und ich muss ehrlich sagen, das war ein bedrückender Eindruck, denn sie war dann in Tränen aufgelöst. Was berichten die Menschen ansonsten, die aus der Ukraine kommen? Also die stehen wirklich unter Schock über die Ereignisse. Gestern Nacht waren wir am Grenzübergang bis spät in die Nacht und da sind wirklich immer mehr Familien angekommen, vor allen Dingen mit kleinen Kindern auch. Und da habe ich einen Menschen getroffen, der Programmierer ist und der hat in dem Moment, als die Invasion begann, für sich und seine Familie entschieden, wir gehen raus. Ich habe mit einem alten Mann geredet, der hatte seine zweijährige Enkelin auf dem Arm und die Tochter war auch dabei und er sagte, ich bringe die beiden hier in Sicherheit, aber ich gehe zurück und kämpfe. Und ein junger Mann, der uns gestern Abend auch entgegenkam in der Gegenrichtung, der sagte, er hat jetzt eine ganze Zeit lang in Polen gearbeitet, hat sich aber jetzt entschlossen, angesichts des Angriffs auf seine Heimat zurückzugehen und der kommt aus Odessa und da wollte er auch gestern wieder hinfahren. Also sehr unterschiedliche Eindrücke und die Leute sind wirklich im Schockzustand. Wenn man sich erinnert an die große Flüchtlingskrise in Europa 2015, 2016, dann stand Polen oft in der Kritik wegen seines Umgangs mit den Flüchtlingen. Jetzt sagen Sie, es gibt eine große Solidarität. Liegt das womöglich daran, dass eben die Ukraine direkter Nachbar von Polen ist? Sicherlich. Also die Polen haben auch in den vergangenen Jahren immer wieder die Ukrainer als ihren direkten Nachbarn und als den wichtigsten Partner im Nahen Osten. Hier gibt es im Näheren Osten natürlich dann auch familiäre Verbindungen. Also man muss auch wissen, dass viele Ukrainer ja schon seit Jahren, seit der Maidan-Zeit eben auch nach Polen kommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Bis zu 2 Millionen Ukrainer sind hier im Land. Und das merkt man übrigens auch jetzt bei der Flüchtlingsbewegung an der Grenze. Da fahren Busse vor, da wird offizielle Hilfe organisiert, aber da sind auch viele Freunde und Verwandte, die hier schon in Polen leben, die jetzt kommen und ihren Angehörigen helfen. Die polnische Regierung unterstützt die Ukraine in dieser Situation. Sie haben auch schon, noch als diplomatisch viel diskutiert wurde, schon diese Vorbereitungen getroffen. Da wurde das schon angekündigt, dass es diese Auffangpunkte geben wird für eine mögliche Flüchtlingswelle. Und im Übrigen auch in der Situation, als die Wahl in Belarus stattfand und gefälscht war und dann eben im Nachhinein viele Menschen auf der Flucht waren. Auch in der belarussischen Situation haben sich die Polen sehr, sehr aufnahmebereit und großzügig gezeigt, indem sie den Menschen, die aus Belarus rübergekommen sind, sehr schnell Aufenthaltsvisa ermöglicht haben. Also das ist ein sicherliches starkes Signal, sowohl in Richtung Ukraine, als es das eben auch vor Monaten in Richtung Belarus war. Wie blickt man denn in Polen auf den Krieg im Nachbarland? Fürchten die Menschen in Polen womöglich, dass die russische Aggression auch direkte Auswirkungen auf ihr Land haben könnte? Also Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat gestern im Parlament von einem barbarischen Terrorangriff gesprochen, den der Aggressor Putin dort jetzt ausgelöst hat. Und der polnische Präsident Andrzej Duda sagte eben, die Solidarität sei wichtig. Aber was auch klar ist,
ist sich darüber im Klaren, dass jetzt die russische Armee eben an die Grenze Polens möglicherweise jetzt sogar vorrückt. Und hier hat man auch militärische Vorbereitungen getroffen. In den vergangenen Wochen sind immer mehr amerikanische Soldaten hierher transportiert worden. Mittlerweile sollen es bis zu 10.000 Soldaten sein, die sich auch in der Grenzregion zur Ukraine aufhalten. Und vor ein paar Tagen hat ja hier auch ein Manöver stattgefunden, Saber Strike, das allerdings natürlich schon länger geplant war. Aber in der politischen Diskussion hier ist auch klar, dass man sagt, wird Putin an der Grenze Halt machen? Und wenn er das nicht tut, sind wir vorbereitet. Wir werden uns verteidigen und als NATO-Allianz bereitstehen. Olaf Bock im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Vielen Dank.